Ja, hallo, wir wollen dieses Integral hier lösen und dazu werden wir die Formel für den Sinus des doppelten Winkels benutzen, das ist diese hier. Die steht auch in der Formelsammlung. Gut, wir werden aber allerdings etwas anders vorgehen als sonst immer. Normalerweise haben wir ja Folgendes gemacht, da haben wir einen Term von x genommen im Integral und haben den substituiert. Zum Beispiel Sinus x hier gleich u. Jetzt machen wir mal was anderes. Wir substituieren nicht einen Term von x, sondern x selber. Ja, dann mache ich das hier auch weg. Ja, und würde so eine Substitution Sinn machen? X gleich u? Nein, ne? Weil dann habe ich das gleiche Integral, bloß meine Variable heißt dann u. Aber ich kann Folgendes machen. Ich kann ja x durch einen Term von u ersetzen. Zum Beispiel durch x gleich 2u. Warum ich das mache, werdet ihr gleich verstehen in einer Minute. Ich will diese Substitution allerdings zunächst einmal durchführen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Substitutionsgleichung und fange jetzt an mit meiner Substitution. Also ich ersetze hier dieses x durch 2u. Dann erhalte ich Integral 1 durch Sinus von 2u. So, jetzt muss ich noch dieses dx substituieren. Und dazu leite ich so wie immer beide Seiten der Substitutionsgleichung ab. Allerdings diesmal nach u, dann erhalte ich hier dx durch du. Und auf der anderen Seite, da muss ich dann natürlich auch nach u ableiten. Wenn ich auf der linken Seite nach u ableite, muss ich hier auch nach u ableiten. Und 2u abgeleitet nach u ergibt 2. Gut, das Ganze muss ich noch nach dx umstellen, denn ich will ja hier dx substituieren. Und da erhalte ich dx gleich 2 mal du. Gut, jetzt kann ich dieses dx hier einsetzen und erhalte dann 2 mal du. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich diese Substitution gemacht habe, warum ich x durch 2u ersetzt habe, weil ich doch jetzt hier diese Formel anwenden kann, ne? Ich habe doch hier den Sinus des doppelten Winkels und dadurch kann ich diese Formel hier anwenden. Gut, dann machen wir das mal. Wir beginnen allerdings zunächst einmal damit, dass wir die 2 vor das Integral ziehen. Einen konstanten Faktor darf man ja vor das Integral ziehen. Und gleichzeitig wenden wir hier die Formel für den doppelten Winkel an. Dann erhalte ich hier 2 mal Sinus u mal Cosinus u. du. Gut, das war ganz schön. Jetzt mache ich noch Folgendes. Ich ziehe hier den konstanten Faktor 1/2. Ne? Die 2 im Nenner kann ich ja schreiben als mal 1/2. Ich kann ja den Bruch hier auseinanderziehen und das so schreiben. Jetzt kann ich den konstanten Faktor vor das Integral ziehen und da erhalte ich dann Integral und davor steht 2 durch 2, das heißt eine 1, das fällt also weg. Und ich erhalte das Integral Sinus u mal Cosinus u du. Gut, haben wir also dieses 1/2 hier auch weg. Und jetzt haben wir ein Integral, das haben wir in einem der vorigen Videos gelöst, ganz zu Anfang des Kapitels. Das Integral 1 durch Sinus u mal Cosinus u. Das haben wir schon gelöst und da gucken wir einfach mal nach, was die Lösung war. Jetzt muss ich mal eben selber gucken. Das hatte als Lösung, ich schreibe es mal hier hin, den natürlichen Logarithmus Betrag von Tangens u plus eine Integrationskonstante c. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch Folgendes machen, die Rücksubstitution. Dazu ersetzen wir hier dieses u wieder durch x. Gut, wie machen wir das? Da müssen wir eine kleine Nebenrechnung machen. Und zwar müssen wir hier die Substitutionsgleichung nach u umstellen, denn wir wollen ja hier dieses u rücksubstituieren. Ich schreibe mal hier hin, Nebenrechnung nr. Also die Substitutionsgleichung lautete x gleich 2u. Was ist dann u? U ist dann x durch 2.
So, das setze ich jetzt da ein. Hier, ne? Und da erhalte ich dann die endgültige Lösung. Die Lösung lautet, die Lösung ist der natürliche Logarithmus des Betrages von Tangens x halbe plus eine Integrationskonstante c. Ja, und das Ganze noch rot eingerahmt. Das hier ist mein Ergebnis. Ja, zum Abschluss noch eine kleine Anmerkung. Je nachdem, welches Computeralgebra-Programm man benutzt, beziehungsweise welchen Lösungsweg man einschlägt, erhält man hier auch eine ganz andere Lösung. Die Lösungen kann man allerdings ineinander umformen. Das heißt, die sind natürlich alle richtig, wenn man sie ineinander umformen kann. Ja, und wie man solche Lösungen ineinander umformt, das ist ziemlich kompliziert. Das ist eigentlich das Schwierigste daran. Da muss man nämlich oft so ziemlich alle trigonometrischen Formeln aus meiner Formelsammlung und Formeln aus der Algebra anwenden. Und das Schwierige ist eben, die hat man meist schon vergessen. Ja, deshalb zeige ich euch das in einem anderen Video, wie man sowas macht. Hier sind wir aber erstmal fertig. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.